So, herzlich willkommen zum Test der Fujifilm X-A7, die ich hier in der Hand habe. Das ist eine Einsteiger APS-C Kamera, also ein Sensor, der schon recht groß ist, aber halt nicht so groß wie Vollformat. Die Kamera ist unserer Meinung nach sehr, sehr gelungen, sehr, sehr schönes Gerät, aber es gibt ein paar kleine Mängel. Mehr dazu nach dem Intro. Bis gleich. So, bevor es jetzt richtig losgeht mit dem Test der Kamera, ganz, ganz kurz 30 Sekunden Werbung. Auf stefan-und-kai.de haben wir Online-Kurse und Presets, die wir dort verkaufen. Und diese Kurse gibt es im Abo für ab 9,90 Euro im Monat, im Jahresabo 12,90 Euro monatlich kündbar im Monatsabo. Und ihr könnt dann wirklich auf alle Kurse zugreifen. Das sind schon weit über 30 Stunden Material, die wir da haben. Und wir veröffentlichen dort auch jede Woche mindestens einmal, oft auch zweimal neue Kursinhalte. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und auf die Weise unsere Arbeit, die wir hier auf YouTube leisten, unterstützt. Okay, dann zur X-A7. Ja, eine sehr schöne Kamera, rein optisch. Ich meine, das ist halt das klassische Fujifilm-Retro-Design, ein bisschen reduziert, weil eben die Drehräder nicht ganz so an analoge Kameras angelegt sind wie bei anderen Kameras. Aber so grundsätzlich mit dieser farblichen Zweiteilung und so ist es auf jeden Fall, erinnert es noch sehr, sehr stark an die Retro-Kameras, die Fuji sonst so im Angebot hat. Wir haben jetzt hier das Kit-Objektiv, das 15 bis 45 Power-Zoom, ja, Kit-Objektiv, was okay ist. Ich habe damit ganz gerne gearbeitet, weil es auch recht weitwinklig ist mit 15 mm. Aber es ist natürlich nicht wirklich etwas, was der Kamera ja, ihr volles Potenzial gibt. Also ich habe mal mir ein Porträtobjektiv ausgeliehen von einem befreundeten Fotografen und da sieht man auf jeden Fall, was die Kamera wirklich kann, wenn man da mal ein richtig gutes Objektiv dran packt. Ich zeige euch da mal zwei, drei Beispiele. Corona-mäßig natürlich mit Maske diese Porträts. Aber ihr seht ja, es geht jetzt um die Schärfe natürlich auf den Augen und es geht auch um den Hintergrund. Also das Bokeh sieht wirklich genial aus. Das ist fotografiert mit einem 56 mm. F1.2, also es würde vielleicht Blende 8 oder sowas entsprechen, Blende 1.8 entsprechen ungefähr, wenn man das auf Vollformat umrechnet. Und 56 mm sind wir ungefähr im Porträtbereich von 85 mm. Also ihr seht, mit der Kamera kann man, wenn man da eine andere Festbrennweite dran packt, sehr, sehr viel machen. Ich würde euch empfehlen, da gibt es von Sigma auch so eine Reihe, wo auch der Kai das 16 mm 1.4 verwendet. Die sind noch relativ günstig, die kosten so 400 ungefähr, also 400 Dollar. Dementsprechend wahrscheinlich so 450 Euro oder sowas. Das ist eine sehr, sehr schöne Reihe. Da gibt es einen 16 mm, da gibt es glaube ich einen 35 mm und auch so einen um die 56. Die Kamera ist, wenn man das richtige Objektiv davor packt, richtig, richtig gut und auch bei wenig Licht sehr, sehr gut zu gebrauchen, dank dem APS-C-Sensor. Die APS-C-Sensoren sind auch wesentlich besser geworden. Als ich noch damit gearbeitet habe, war es meistens so, dass man so vielleicht bis ISO 800 sicher fotografieren konnte. 1600 war schon so die Grenze und heute kann man dann doch noch ein, zwei Stufen weiterschalten, also 6400. Wenn ihr Einsteiger seid, dann ja, ist so eine Kamera wie die X-A7 mit dem APS-C-Sensor eigentlich perfekt. Weil die sind noch nicht ganz so teuer und ihr könnt euch dann erstmal so ein bisschen weiter in die Fotografie reinfuchsen und dann vielleicht so ein bisschen auch das manuelle Fotografieren damit lernen und dann könnt ihr später eben immer noch mal auf Vollformat umstellen, wenn ihr mal irgendwie einfach mehr Geld zur Verfügung habt oder wenn ihr auch wisst zum Beispiel, welches Kamerasystem wirklich das Richtige für euch ist und natürlich im Idealfall, wenn ihr mit der Kamera bereits Geld verdient. Weil so Vollformatkameras, da liegt man dann doch eher, wenn man was Neues kauft, eher so bei 2000 Euro ungefähr. Ja, was ich auf jeden Fall auch positiv finde, ist, dass hier zwei Drehräder dran sind. Das ist meistens so, wer das nicht kennt, von Einsteigerkameras kann man eigentlich eher erwarten, dass da ein Drehrad dran ist und man dann eben, wenn man Verschlusszeit und Blende verstellen will, muss man dann meistens zum Beispiel eine Taste drücken, um dann eben hin und her zu schalten. Das funktioniert auch, ist aber nicht ganz so okay, wenn man direkt zwei Räder hat, weil sich da irgendwie, kann man sich ja doch ein bisschen leichter reindenken, wenn man weiß, okay, das eine Rad ist dafür, das andere ist dafür. Und das ist schon mal ein erheblicher Vorteil, dass es von vornherein zwei gibt.
Ein ja, Vor- und Nachteil zugleich ist das Klappdisplay. Ihr seht, man kann es ausklappen, man kann es dann auch drehen. Das heißt, ihr könnt damit auch gut aus der Hüfte fotografieren. Oder von, wenn ihr die Kamera über den Kopf haltet, kann man da auch noch sehen, was man da eigentlich fotografiert. Also die Motivauswahl leidet darunter nicht. Und ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Nämlich, es gibt keinen Sucher. Es gibt weder einen optischen noch einen elektronischen Sucher, sondern ihr müsst alles über dieses Touchscreen-Display da regeln. Und ja, das ist jetzt, wenn man umsteigt, wahrscheinlich vom Smartphone, wenn man so eine Kamera kauft, ist es wahrscheinlich nicht so eine ganz große Umgewöhnung. Für mich war es etwas irritierend, wenn ich dann draußen in der Sonne stehe, dann habe ich schon ganz gerne den Sucher. Ich persönlich mache die meisten Bilder über den Sucher. Aber um dieses jetzt nicht zu sehr als Mangel darzustellen, ich habe mir tatsächlich aufgrund eines Tutorials von Julia und Jill, die ihr vielleicht kennt, habe ich mir vorgenommen, etwas mehr aus der Hüfte zu fotografieren, also das Display so zu haben. Und auf die Weise kann ich eben mit meinem mit dem Paar oder mit jemandem, den ich porträtiere, dann immer noch eben Blickkontakt halten. Das ist halt viel, viel persönlicher, wenn ich so fotografiere, weil das Ganze dann einfach so ein Werkzeug in meiner Hand wird, wohingegen das Werkzeug von meinem Kopf dann schon wesentlich mehr demjenigen, den ich fotografiere, bewusst macht, dass er eben fotografiert wird. Und daher wollte ich das eigentlich mehr ausprobieren. Von daher, klar, fehlender Sucher ist nicht ideal, der besser mal die Option hat, aber es ist jetzt auch nicht eine Riesensache, ist jetzt kein Weltuntergang. Also es ist eine sehr vielseitige Kamera, was für Filmen und Fotografieren angeht. Ihr könnt in 4K filmen, also die Qualität ist sehr, sehr gut. Ihr könnt in Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde filmen. Leider halt keine 120 Bilder pro Sekunde, so wie das die meisten Sonys ja können. Aber ganz ehrlich, ich filme meistens in 120 Bildern pro Sekunde, um eben dann gegebenenfalls die Zeitlupe sehr stark einsetzen zu können. Aber faktisch ist es so, dass ich meistens nur auf 50% runtergehe. Also käme da mit den 60 Bildern auch schon sehr, sehr gut aus. Ja, die Bildqualität ist auch überragend. Also ich habe da überhaupt keinen Mangel festgestellt. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Auch wenn ich mir die RAW-Bilder angucke, da merkt man auf jeden Fall, dass da eine sehr hohe Dynamik drin ist. Also der Dynamikumfang bedeutet ja nichts anderes, als dass hier sowohl die Schatten als auch die Lichter nochmal stark ändern können. Das heißt, ihr kennt das vielleicht von eurem Smartphone, wenn ihr HDR-Aufnahmen macht, also High Dynamic Range heißt das ja einfach nur, also quasi hoher Dynamikumfang eben. Da ist es halt so, dass ihr zum Beispiel beim Himmel dann vielleicht die Helligkeit rausnehmt, damit die Wolken noch zu erkennen sind und dann eben bei dem, was ihr eigentlich fotografiert, beim eigentlichen Motiv, das vielleicht teilweise im Schatten ist, die Schatten so ein bisschen anhebt, damit da auch noch eine Struktur drin ist, damit das eben nicht verloren geht und ihr vielleicht nur eine Silhouette fotografiert. Und das kann man auf jeden Fall mit dieser Kamera sehr, sehr gut machen. Da habe ich nur einmal ein negatives Beispiel gesehen, nämlich da hatte ich direkt in die Sonne fotografiert und da waren halt dann doch die Schatten schon sehr, sehr ausgefranst, wenn man die hochgezogen hat, aber das ist auch verzeihlich. Also das wäre, glaube ich, mit einer anderen Kamera, mit meiner Sony wahrscheinlich genauso passiert, weil eben, wenn ich direkt in die Sonne fotografiere, da auch immer so ein bisschen automatisch andere Probleme entstehen, die halt ohne dieses direkt einfallende Licht ins Objektiv nicht da gewesen wären. Der Bildschirm ist sehr, sehr gut, lässt sich sehr, sehr gut bedienen, macht halt auch sehr viel Spaß, dadurch, dass er sehr groß ist. Er ist im 16:9 Format. Das ist halt wieder eine Sache, die einen dazu verleitet, dass man auch in 16:9 fotografiert. Ich glaube, das ist auch standardmäßig so eingestellt. Würde ich euch auf jeden Fall von abraten. Das ist faktisch, habe ich auch ausprobiert, natürlich im Crop. Also der Sensor ist natürlich 3:2, also macht bitte auch in 3:2 eure Fotos. Auf der anderen Seite natürlich für Filmen ideal mit dem 16:9 Bildschirm. Also kann man so oder so sehen. Das wird halt oft verwendet, weil es einfach von, ihr seht jetzt, es passt halt sehr, sehr gut auf so eine Kamera drauf, so ein etwas länglicherer Bildschirm. Und dann könnt ihr natürlich auch noch links und rechts Einstellungen einblenden lassen. Also es ist im Grunde, es ist schlau, den Bildschirm in dem Format anzubieten. Ansonsten, was jetzt die Anschlüsse angeht, es gibt halt hier, hier gibt es einen Mikrofoneingang an der Seite. Der ist leider aus mir unerfindlichen Gründen ein 2,5 mm Eingang. Das heißt, es ist natürlich dann in dem Paket, was ihr bekommt, ist so ein Adapter dabei von 2,5 mm auf 3,5 mm, also dem Standard-Kopfhöreranschluss, den ja auch die Mikrofone meistens verwenden.
Ja, es ist etwas komisch, weil das ist wieder nur ein Dongle, den ihr wieder zusätzlich mitschleppen müsst und unter Umständen auch vergessen könnt. Aber man kann ein gutes Mikrofon anschließen, das ist schon mal ein großes Plus. Micro-HDMI-Eingang, das ist Standard, also einen vollen HDMI-Eingang, einen großen gibt es fast nie. Und dann noch USB-C, darüber könnt ihr die Kamera auch laden. Und das war es dann eigentlich mit den Anschlüssen. Die Batterie ist, hatte ich noch keine Probleme mit. Ich habe mehrfach damit fotografiert, ohne die zwischendurch aufzuladen. Jetzt ist sie so langsam leer, habe ich also ungefähr eine Batterie lang getestet. Kann man auf jeden Fall problemlos ein paar hundert Aufnahmen und auch Filmaufnahmen machen. Ja, insgesamt von den Knöpfen, von der Bedienung her, finde ich alles sehr komfortabel. Die haben alle einen guten Druckpunkt. Es gibt einen schönen kleinen Joystick hier hinten drauf. Und auch über den Touchscreen kann man sehr viel sehr komfortabel einstellen. Also insgesamt finde ich die Kamera sehr, sehr gelungen und würde sie auch für Leute, die sich fürs Fuji-System interessieren, auf jeden Fall empfehlen. Es gibt einen großen Vorteil, den Fuji hat, nämlich, dass sie es sehr, sehr gut drauf haben, dass die Farben, die aus der Kamera kommen, sehr gut sind von vornherein. Also das heißt, eure JPEGs sehen richtig, richtig gut aus. Ihr könnt sogar auch Filmsimulationen verwenden, das heißt, ihr könnt verschiedene Filme auswählen. Das bedeutet, ihr könnt ein bisschen dynamischere Farben haben, ihr könnt ein bisschen stärker analog eingefärbte Farben, die eigentlich ein bisschen ausgeblassener letztlich sind, benutzen. Da gibt es mehrere Filmsimulationen, die ihr auswählen könnt und das finde ich super cool. Das ist natürlich gerade für Leute, die viel filmen, auch interessant, weil ihr könnt dann nämlich diese mit einer Filmsimulation versehenen Filmaufnahmen leichter direkt so verwenden, wie sie aus der Kamera kommen. Also das ist ein großer Vorteil und finde ich eine der schönsten Features an den Fuji-Kameras. Wir haben ja noch eine weitere im Test, da kommt wird auf jeden Fall auch ein Video zu kommen. Und von daher insgesamt sehr, sehr schönes System. Ich werde die Kamera jetzt natürlich wieder zurückschicken, weil ich jetzt nicht sehr überzeugt bin, dass ich jetzt von Sony Vorformat auf Fuji APS-C umsteigen soll. Da gibt es dann doch gute Gründe für mich, das Vorformat weiter zu verwenden. Aber ich denke, dass eben für Einsteiger APS-C perfekt ist. Und es ist natürlich, wenn ihr jetzt vielleicht eher so im Urlaub fotografiert, dann ist natürlich ein Riesenvorteil, dass das super schön klein und leicht eben ist. Auch die Objektive sind natürlich kleiner und leichter. Und von daher kann ich nur empfehlen, erstmal mit APS-C länger zu fotografieren, bevor man dann vielleicht irgendwann später auf Vollformat umsteigt.